fange jetzt mal an, mit dem Edding hier eine Markierung drum zu machen. Dazu nehme ich die Spitze hier ab und tue die jetzt einmal drum machen. Sie ist erledigt, gucke ich einmal, ob da alles wirklich drum ist. Nehme hier die zweite Dose. So, jetzt bin ich ja auch fertig. Sieht gut aus. Jetzt lege ich das hier zur Seite und fange an, mit meinem Cuttermesser das hier aufzuschneiden. Dabei sollte man auf seine Finger achten. Den letzten Rest mache ich mit einer Schere, weil es einfacher ist. So, das Teil legen wir erstmal weg. Und davon brauchen wir halt von der anderen Dose auch nochmal eins. Jetzt müssen wir sehen, den ungefähr gleich hoch. Nehmen wir uns den Marker doch mal. Markern einmal hier bis fast nach unten, damit wir gleich so zusammenstecken können. Das mache ich mit der Schere. Mache mit der Schere so, das sieht dann so aus. Hier dieser Ding. So, damit wir aus diesen unteren Dosen jetzt auch einen Gaskocher machen können, brauchen wir diese Dose mit dem Schlitz. Dafür benötigen wir einen Vorstecher oder einen Akkuschrauber, um hier um den Rand oder in der Mitte Löcher reinzubohren. In meinem Fall habe ich hier jetzt einen Akkuschrauber und jetzt muss ich hier reinbohren. Fragt da bitte eure Eltern um Hilfe, da das Ganze sehr schwierig ist. Ich fange mal an. Jetzt sieht das Ganze hier so aus, man hat 14 Löcher und das sieht man ganz und das ist sehr spitz, also Vorsicht da. Was auch sehr spitz ist, sind hier die Ränder, da das hier Aluminium ist und sehr scharfkantig. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Wir können das nämlich jetzt hier ineinander stecken. Sieht das Ganze so aus. Dann können wir hier unseren Topf oder ähnliches draufstellen, aber Voraussetzung ist, dass wir in diesen Teil der Dose Spiritus einfüllen müssen. Das mache ich jetzt nicht, sondern gleich. Dann können wir auch schon kochen. Wir sehen uns also gleich im Wald und ciao. Nun habe ich hier alle meine Utensilien vorbereitet und zeige euch nun, wie ihr euren Gasbrenner in Schuss bringt. Als erstes brauchen wir diese zwei zusammengesteckten Dosen. Davon nehmen wir das untere Teil ohne Löcher und stellen es vor uns. Nehmen uns handelsüblichen Spiritus und geben davon circa ein Viertel da rein. Nun stecken wir diese Dosen wieder zusammen. Das ganz vorsichtig, damit kein Spiritus daraus weggeht. So. Dann brauchen wir eine Unterlage. Ich habe jetzt einen normalen Topf genommen und ein bisschen Sand und Steine reingetan. So. Nun müssen wir ein Feuerzeug nehmen. Und damit der Alkohol daraus weggeht, erstmal unten Hitze aufbauen. Nun müssen wir hier oben bei den Löchern ein bisschen Feuer hin tun, bis es brennt. Dann könnt ihr einen Topf nehmen, dort Wasser hineingeben oder was ihr halt kochen wollt. Bei uns nehmen wir jetzt Bachflohkrebse und stellt ihn einfach dort drauf. Natürlich einen ebenen Untergrund haben. Und fertig seid ihr.